Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Den ganzen Tag wurde gepokert und verhandelt, doch nun zeichnet sich in den letzten Minuten möglicherweise doch eine Lösung für die 11.000 Schlecker-Mitarbeiterinnen ab, die entlassen werden müssen. Unsere Tagesthemen. Zittern bei Schlecker, Transfergesellschaft doch nicht vor dem Aus? Reform der Pflege, mehr Hilfe für Demenzkranke und Innenwelten in Bildern. Die Augapfelmassage durch Pipilotti Rist. Werden morgen die Kündigungsschreiben an die 11.000 Schlecker-Mitarbeiter losgeschickt, die durch die Insolvenz des Unternehmens ihren Arbeitsplatz verlieren? Oder haben sie doch noch die Wahl, zu einer Transfergesellschaft zu wechseln? Obwohl den ganzen Tag über hektisch zwischen den Ländern verhandelt wurde, sind die Mitarbeiter und wir alle heute Abend im Prinzip so schlau wie am Morgen. Vor einer Stunde trat nämlich Baden-Württembergs Wirtschaftsminister Nils Schmid vor die Presse, um zu sagen, dass die nötigen 70 Millionen Euro Bürgschaft für die Transfergesellschaft noch immer nicht zusammengekommen sind. Gescheitert sei die Transfergesellschaft deshalb aber noch lange nicht. Baden-Württemberg werde bis morgen früh bei den anderen Ländern anklopfen, um wenigstens 45 Millionen Euro zusammenzubringen. Thomas Stephan klärt das Durcheinander auf. Die Nerven liegen blank. Schlecker-Betriebsrätinnen in Ulm, man umarmt sich, ein Betriebsseelsorger organisiert gegenseitigen Trost, Blumen als Zeichen der Stärkung in einer Situation voller Furcht. Es ist nur unerträglich, die Ungewissheit. Die Kolleginnen hatten das bereits vor 2 Wochen in Form von Kündigungen. Bekommen sie die Kündigungen, bekommen sie sie nicht. Und jetzt wissen sie bis jetzt noch nicht, ob sie in die Transfergesellschaft kommen oder nicht. Und das ist ein Zustand, der ist nicht mehr haltbar. Die Blicke der Frauen in Ulm richteten sich nach Stuttgart. Dort tagte der Finanz- und Wirtschaftsausschuss. Insolvenzverwalter Geiwitz warb noch einmal für die Transfergesellschaften, für die es einen 70-Millionen-Euro-Kredit braucht. Bürgen dafür alle Bundesländer? Baden-Württembergs SPD-Wirtschaftsminister Schmid hatte dafür geworben, aber dann das. Es ist die Frage, ob alle Länder sich beteiligen. Und deshalb steht leider diese ganze Geschichte auf der Kippe. Der Streit um die Bürgschaft ist auch einer um die Wirtschaftspolitik in Deutschland. Soll der Staat eingreifen oder gilt harter Wettbewerb? Das ist auch ein Parteienstreit. Denn die FDP-Wirtschaftsminister wie Jörg Bode in Niedersachsen und sein sächsischer Parteifreund und Amtskollege legen sich quer. Parteipolitik oder ernsthafte Bedenken? Das Problem, das wir haben, sind einmal Unsicherheiten in den Zahlen. Gutachterliche Aussagen von PwC, die ja Bürgschaften für uns prüfen, die keine Fortführungsprognose mit einer ausreichenden Wahrscheinlichkeit für den Restbestand von Schlecker abbilden. PwC, das sind die Gutachter von PricewaterhouseCoopers. Sie hatten angezweifelt, dass das Restunternehmen Schlecker so auf die Beine komme, um den Kredit für eine Transfergesellschaft auch zurückzahlen zu können. Ulm, gegen 16:30 am Nachmittag die Hiobsbotschaft für die Schlecker-Mitarbeiterinnen. Eine Bürgschaft aller Länder ist geplatzt. Vielleicht gäbe es eine kleine Lösung mit Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Bayern, heißt es. Was Sie noch nicht wissen, Bayern lehnt diese Lösung ab. Herr Schmid, gibt es eine Lösung? Sitzungsunterbrechung in Stuttgart. SPD-Wirtschaftsminister Schmid versucht, die Transfergesellschaft zu retten. Nach stundenlangem Ringen ein Kompromiss. Baden-Württemberg wird bis morgen 8 Uhr Bürgschaftszusagen einsammeln. Wenn 45 Millionen zusammen sind, übernimmt das Land den Rest. Wir werden aber auf der Basis dieses Beschlusses jetzt eine Nachtschicht, eine Abendschicht einlegen und um die Zusagen der Länder werben, die schon einmal sich bereit erklärt haben, mitzumachen. Für die Schlecker-Mitarbeiterinnen in Ulm geht die unerträgliche Hängepartie weiter. Da stehen sie mit ihren Rosen der Stärkung. Sie müssen stark sein in dieser Nacht, in der ein Wirtschaftsminister für eine Transfergesellschaft wirbt, die zum wirtschafts- und parteipolitischen Zankapfel geworden ist. Ja, fragen wir einen, der jetzt wohl erst einmal aufatmen dürfte, den Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz. Guten Abend, Herr Geiwitz. Guten Abend, Frau Mioska. Herr Geiwitz, jetzt sollen in der Nacht noch 45 Millionen Euro für die Transfergesellschaft aufgetrieben werden. Halten Sie das für wahrscheinlich?
Es ist nicht unwahrscheinlich, weil letztendlich ist es der gleiche oder sogar noch ein etwas geringerer Betrag, als die 14 Länder eh schon zugesagt haben. Und insofern habe ich schon die Hoffnung, dass es gelingen wird. Naja, Ausgangspunkt für den heutigen Schlamassel ist ja, dass Niedersachsen und Sachsen nicht mitmachen wollten. Und zwar, weil die den Sanierungsplan für absolut unrealistisch halten. Wenn Sie die nicht mal überzeugen können, wie wollen Sie Investoren überzeugen? Naja, also ich teile diese Meinung nicht. Auch die PwC hat es nicht so gesagt. Ich glaube, dass das eher vorgeschoben ist. Das sehen auch die anderen 14 Länder nicht so. Und wir haben sehr, sehr gute Investorengespräche, die wirklich alles andere als Bild abgeben, als das, was hier Niedersachsen sagt. Angenommen, es scheitert bis morgen früh um 8. Was dann? Ja, dann bin ich leider gezwungen, 11.000 Menschen zu kündigen. Das würde ich sehr bedauern. Herr Geibitz, was wäre denn eigentlich so schlimm daran, wenn es keine Transfergesellschaft gäbe? Arbeitsmarktexperten sagen uns ja, die seien auch nicht leistungsfähiger als die Arbeitsagenturen. Die Transfergesellschaft nützt ja vor allem Ihnen, damit Sie die Reste von Schlecker besser an den Mann bringen können. Also das sehe ich nur bedingt so. Wir haben tatsächlich eine soziale Verantwortung gegenüber den 11.000 Mitarbeitern. Und es ist durchaus so, dass in den ländlichen Gegenden, die nicht einfach zu vermitteln sind, und da geben Transfergesellschaften einen Mehrwert. Das hat auch die Bundesagentur für Arbeit heute bestätigt. Und dann ist es tatsächlich so, dass andere Mitarbeiter dann natürlich riskiert werden, die Arbeitsplätze, wenn wir keine Transfergesellschaft haben. Wenn die Transfergesellschaft am Ende nicht klappen sollte, müssten Sie 11.000 Kündigungen unterschreiben, haben Sie gerade gesagt. Können Sie denn die verbliebenen Arbeitsplätze von Schlecker dann noch retten? Also die Chancen stehen sehr gut. Das heißt auch noch nicht automatisch, wenn die Transfergesellschaft nicht kommt, dass dann der verbleibende Schlecker keine Chance hat. Aber es ist eben so, wenn sehr, sehr viele Kündigungsschutzklagen kommen, dann ist es schwierig, einen Investorenprozess zu gestalten. Und da muss ich einfach sagen, dass unter Anbetracht der Sicherheiten, die hier zur Verfügung gestellt werden, und das sehen ja auch die 14 Länder so, die Abwägung hier eigentlich kein großes Risiko für die Länder darstellt. Und insofern würde ich sehr begrüßen und auch mit mir die 14 Länder, die bisher zugestimmt haben, dass wir so eine Maßnahme ins Leben rufen. Danke für das schnelle Gespräch. Arndt Geiwitz, dem Insolvenzverwalter. Bitte. Hoch her ging es heute auch wieder bei dem Gepoker im öffentlichen Dienst zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern. Nur hier gab es noch immer keine Entscheidung. Die Kurznachricht mit Marc Bartow. Zum Auftakt der dritten Runde zeigten sich beide Seiten grundsätzlich zu einer Einigung bereit. Am Abend wurden die Gespräche jedoch unterbrochen. Seit Wochen hatten die Gewerkschaften mit Warnstreiks Druck gemacht. Sie wollen für die 2 Millionen Beschäftigten ein Einkommensplus von 6,5% durchsetzen. Das Angebot der Arbeitgeber liegt weit darunter, 3,3%, verteilt auf 2 Jahre. Morgen soll weiterverhandelt werden. Der französische Energiekonzern Total hat nach eigenen Angaben die Stelle des Gaslecks an der Förderplattform Elgin in der Nordsee entdeckt. Die undichte Stelle befindet sich in etwa 4000 Metern Tiefe unter dem Meeresboden. Nun werde beraten, wie das Leck geschlossen werden kann. Außerdem wurde eine Sperrzone eingerichtet. Umweltschützer befürchten eine Explosionsgefahr und Schäden für Natur und Klima. Hoch über der verlassenen Förderinsel Elgin brennt noch die Gasfackel. Üblich im Normalbetrieb, nun aber schürt sie Angst vor einer Explosion. Ein Funke von oben könnte das Gas aus dem Leck unten entzünden. Doch der Betreiber Total beschwichtigt. Die Flamme stellt kein Risiko dar. Sie ist so konstruiert, dass das Gas aus dem Leck sie nicht erreicht. Und der Wind bläst das Gas weg von der Fackel. Total prüft eine Entlastungsbohrung, um den Druck aus dem Leck zu nehmen. Das kann Monate dauern. Die Umweltschäden seien nicht nennenswert, sagt Total. Das Gas verflüchtige sich schnell. Daran gibt es Zweifel. Methan tritt aus der Plattform aus. Das Gas ist gut 25 Mal so gefährlich wie Kohlendioxid für die Atmosphäre. Die Klimafolgen sind erheblich. Das Gebiet wurde zur Sperrzone erklärt, doch Greenpeace schickt ein Erkundungsteam und will sich ein eigenes Bild verschaffen. Das Gasleck hat auch Auswirkungen auf die Märkte. An der Frankfurter Börse verlor unter anderem die Aktie des Plattformbetreiberkonzerns Total. Mehr dazu von Markus Gürne.
Wochenlang auf Rekordhoch fiel der Ölpreis heute. Großbritannien, Frankreich und die USA sollen darüber nachdenken, ihre Ölreserven freizugeben, um den Preis zu drücken. Nur eine Spekulation, aber es half offenbar. Das Leck an der Plattform in der Nordsee bringt nicht nur die Aktie des Betreibers in schwere See, sondern fast die ganze Branche. Die Aktie des Bohrölbetreibers total verliert. Auch andere Energie- und Ölkonzerne wie Shell, BP und auch die norwegische Firma Statoil. Auflagen zum Schutz vor Umweltkatastrophen wie der im Golf von Mexiko 2010 und dem Leck in der Nordsee kosten die Konzerne Unsummen. Die Turbulenzen der Mineralölgesellschaften drücken daher nicht nur den Ölpreis, sondern auch die Börse nach unten. Die Börsendaten. Der deutsche Aktienindex fiel auf 6.999 Punkte. Der Dow Jones an der Wall Street ging mit 13.126 Zählern aus dem Handel. Wann ist ein Mensch in Deutschland pflegebedürftig, also krank genug, um Geld für eine professionelle Pflege zu bekommen? Die gesetzliche Pflegeversicherung legt fest, geholfen werden soll denjenigen, die sich nicht mehr allein waschen, ein Brot schmieren oder laufen können, also vor allem Menschen mit körperlichen Gebrechen. Heute, fast 20 Jahre nach Einführung dieser Versicherung, stellt sich die Frage, was ist mit all denen, die sich zwar unter die Dusche stellen oder etwas kochen können, aber schlicht nicht mehr wissen, warum sie das tun sollten? Die Diagnose Demenz wird bald jede zweite Frau und jeden dritten Mann treffen. Ein neuer Pflegebegriff muss also dringend her. Und die entsprechende Reform hat die Koalition bereits vor anderthalb Jahren angekündigt. Doch das, was heute in Berlin beschlossen wurde, ist wohl eher ein Reformchen, wie Norbert Karius berichtet. Das ist Werner B., 74 Jahre alt, ehemaliger Konditormeister. Herr B. ist seit 3 Jahren demenzkrank, hat Alzheimer im Anfangsstadium. Aus dem Haus geht er nicht mehr. Wenn er einen guten Tag hat, macht er stundenlang Kreuzworträtsel. Mit dem Alltag kommt er alleine nicht mehr klar. Das gibt es noch nicht geregelt alles. Da kommt immer dieses und jenes noch dazwischen, was vorher gar nicht bedacht wurde. Demenzkranke, die körperlich noch einigermaßen fit, geistig aber verwirrt sind, sind bislang bei der Pflegeversicherung meist leer ausgegangen. Das will der Gesundheitsminister mit der Pflegereform nun ändern. Wichtig ist, dass jetzt erstmals auch ein Pflegegeld von 120 Euro oder eine Pflegesachleistung von bis zu 225 Euro gewährt wird. In den Pflegestufen 1 und 2 wird der bisherige Betrag auch aufgestockt. Werner B. hat wegen weiterer Beschwerden immerhin Pflegestufe 1. Er bekommt bislang 235 Euro im Monat, künftig sind es 305. Seine Frau passt rund um die Uhr auf ihn auf, hat dafür mit 60 ihren Job aufgegeben und muss mit gut 800 Euro Rente auskommen. Was die Regierung jetzt plant, findet sie zu wenig. Also diese 235 Euro, die gehen auch meistens für Taxi rauf. Ja, also, oder eben halt, na gut, Medikamente. Es reicht nicht aus, pflegende Angehörige wirklich so zu unterstützen, dass sie ihre schwere und verantwortungsvolle Aufgabe auch tatsächlich gut machen können. Es ist leider nicht ausreichend berücksichtigt, dass diese pflegenden Angehörigen auch mal eine Entlastung brauchen. Der Reformentwurf der Regierung wird von Experten nicht nur wegen der zu niedrigen Sätze kritisiert. Diese beanstanden auch, dass der Begriff der Pflegebedürftigkeit immer noch nicht klar definiert wird und dazu erneut eine Kommission beraten soll. Das ist unerträglich zynisch. Dieser Pflegebegriff liegt seit 10 Jahren vor. Und wieder eine Kommission und wieder eine Kommission. Das ist unanständig. Wir haben keinerlei Erkenntnisprobleme. Man soll halt einfach sagen, es geht ums Geld. Um die Leistungen für Demenzkranke zu finanzieren, werden die Beiträge zur Pflegeversicherung angehoben. Das soll rund 1,2 Milliarden Euro einbringen. Viel Geld, aber doch wenig für die vielen Pflegefälle in einer alternden Gesellschaft. Wenn Kranke zu Hause von ihren Angehörigen gepflegt werden, dann ist das eine extrem schwierige Situation. Für die Pflegenden, weil sie körperliche und seelische Schwerstarbeit leisten. Für die Kranken, weil sie fürchten, ihrer Familie zur Last zu fallen. Oder aber, weil sie ihre nächsten Angehörigen oder in einem Heim den eigentlich vertrauten Pfleger nicht mehr erkennen. Stellen Sie sich vor, Sie stehen unter der Dusche und auf einmal will Ihnen ein Wildfremder die Haare waschen. So ungefähr können das Demenzkranke erleben und reagieren dann häufig aggressiv. Denn gewaltsame Übergriffe gibt es bei weitem nicht nur seitens der Pflegenden, wie Johanna Wahl zeigt.
Haben Sie gut geschlafen? Ich habe gut geschlafen. Sie sind ein eingespieltes Team. Die 84-jährige Josefa Felten und Pflege-Azubi Jessica Weinberg. Das passende Schuhwerk anziehen, nicht bei jedem Heimbewohner läuft das so harmonisch. In einer ähnlichen Situation hat die Auszubildende vor einigen Wochen eine Ohrfeige bekommen. Einfach so, aus heiterem Himmel. Wie war das für Sie? Also im ersten Moment richtig erschreckend. Also ich habe den Bewohner dann angeguckt und ja, ich musste dann die Situation verlassen, weil ich mich dann erstmal selber finden musste. Statt streicheln, schlagen. Statt rufen, beschimpfen. Statt berühren, begrapschen. Darum wird in manchen Situationen bewusst der männliche Kollege vorgeschickt. Aggressionen von Heimbewohnern, ganz sicher keine Einzelfälle. Zu diesem Schluss kommt eine neue Untersuchung. Wissenschaftler der Universität Koblenz-Landau haben Pflegekräfte befragt. Anonym. Die Studie ist zwar nicht repräsentativ, aber doch gibt sie deutliche Hinweise, dass die Konfrontation mit Aggressionen für Pflegekräfte zum Alltag gehört. 90% der befragten Pflegekräfte berichteten von erlebten Aggressionserfahrungen, sogar wiederholten Aggressionserfahrungen. Es ist ganz klar, wir müssen in Deutschland dahin kommen, dass dieses Thema, das offensichtlich mit sehr viel Scham auch besetzt ist, aus der Tabuzone rauskommt, dass es in die Öffentlichkeit gerät. Jessica Weinbergs Chefin kennt die Problematik, gerade bei Demenzkranken. Auch Frust und Trauer über den Verlust der eigenen Fähigkeiten spielen eine Rolle. Statt von Aggression aber spricht die Leiterin des Seniorenzentrums bewusst von Widerstand. Sie sieht gerade sich selbst und die Mitarbeiter in der Bringschuld. Ganz wichtig sei das Auseinandersetzen mit den Gewohnheiten und Vorlieben der Heimbewohner, um Missverständnisse und Ärger zu vermeiden. Wenn ich von Bewohnern weiß, die wollen morgens nicht so früh aufstehen und mein Anspruch als Pflegekraft ist aber, ich muss die jetzt um 7:30 am Tisch sitzen haben, dann kann es schon sein, dass Widerstände aufkommen, die ich natürlich dann auch versuchen muss, im Folge gering zu halten, indem ich halt die Selbstbestimmung des Bewohners natürlich respektiere, seine Gewohnheiten respektiere und damit versuche, den Pflegeprozess harmonisch zu halten. Jessica Weinberg hat mit ihren Kollegen ausführlich über die Ohrfeige gesprochen. Auch durch Schulungen und psychologische Fachberatung fühlt sie sich gut vorbereitet auf den Job. Gerade für junge Pflegekräfte wie sie ist es wichtig, mit dem Thema Aggression offen umzugehen. Die großen Herausforderungen in der Pflege, kommentiert Bettina Scharkus vom Westdeutschen Rundfunk. Meine Oma hatte Alzheimer. Sie ist zu uns gezogen und wir haben versucht, sie zu Hause zu pflegen. Doch sie brauchte Aufsicht rund um die Uhr. Wir, ihre Familie, wir waren überfordert und hilflos. Schließlich kam meine Oma ins Heim. Wir wussten keinen anderen Ausweg mehr. Ähnliche Erfahrungen machen viele Familien. Es hilft nichts, die Augen zu schließen vor dem Thema Alter und Demenz. Bereits heute werden 2 von 3 Frauen im Laufe ihres Lebens pflegebedürftig und die Zahlen steigen mit steigender Lebenserwartung. Doch die Reform von FDP-Minister Bahr bietet keine Lösung, sondern sie ist ein Offenbarungseid. 120 Euro Pflegegeld monatlich für die demente Mutter oder den Alzheimer-kranken Ehemann, den die Familie unter enormer Belastung zu Hause pflegt. Das sind gerade mal 4 Euro pro Tag, viel zu wenig, um sich professionelle Hilfe leisten zu können. Was die Bundesregierung uns als Erfolg verkaufen will, ist weniger als der berühmte Tropfen auf den heißen Stein. Doch mehr sei erstmal nicht drin, heißt es, denn die Staatskasse ist leer und die Sozialabgaben sollen nicht ins Uferlose steigen. Klar ist, auf den Staat können wir uns beim Thema Pflege nicht verlassen. Wer kann, der sollte privat für den Pflegefall Geld zurücklegen. Und wer das finanziell nicht kann, der kann nur hoffen, dass er bis ans Lebensende körperlich und geistig fit bleibt. Denn die Unterstützung, die die Pflegeversicherung uns bietet, reicht auch nach der Reform nicht aus. Sie reicht nicht aus, um als verwirrter alter Mensch die letzten Jahre in Würde zu leben. Bettina Scharkus kommentierte und mit dem Thema Pflege befasst sich auch Anne Will direkt nach den Tagesthemen. Als Papst Benedikt im Flugzeug im Anflug auf Kuba war, da sagte er, dass die marxistische Ideologie keine Antworten mehr auf die Fragen der Gegenwart biete. Mit diesem sehr direkten Satz hatte er große Erwartungen geweckt. Würde Benedikt in Kuba, ähnlich wie sein Vorgänger Johannes Paul II., politisch deutliche Worte sprechen? Das tat er so nicht. Er verpackte seine Kritik in religiöse Botschaften.
Er traf keine Menschenrechtsgruppen und die ganz Enttäuschten sagen vielleicht schon, was von diesem Besuch bleibt, ist möglicherweise nicht viel mehr als die Einführung eines Feiertags an Karfreitag. Doch allein die Tatsache, dass der Pontifex Maximus heute kurz vor seiner Abreise doch noch den schwerkranken Maximo Lida traf, macht diese Reise zu einem historischen Ereignis. Peter Sonnenberg. Der mediale Höhepunkt vor einer Stunde. Revolutionsführer Fidel Castro trifft Papst Benedikt XVI. Castro habe sich über die Seligsprechung von Johannes Paul II. Gefreut und mit Benedikt über das Alter gewitzelt, so ein Sprecher. Fidel Castro wird im August 86. Im sozialistischen Kuba mit nur gut einer Million praktizierender Katholiken war es dem Papst wenige Stunden zuvor gelungen, eine Messe vor 300.000 Menschen zu feiern. Allerdings haben die Kubaner Routine mit solchen Veranstaltungen. Hier auf den riesigen Platz der Revolution kamen regelmäßig dreimal so viele zu programmatischen Reden von Fidel und Raúl Castro. In Kuba war der Papst sehr vorsichtig mit viel erwarteten politischen Botschaften. Durch die ganze Reise aber ziehen sich Anspielungen an die Staatsführung, wie durch Glaube Wahrheit und schließlich Freiheit zu finden sei. Kuba und die Welt brauchen Veränderungen. Aber diese wird es nur geben, wenn jeder Einzelne bereit ist, nach der Wahrheit zu fragen und sich dazu entschließt, den Weg der Liebe, der Versöhnung und der Brüderlichkeit einzuschlagen. Überhaupt standen kirchliche Themen schon in Santiago, der ersten Station der Kuba-Reise, vorne an. Der 400. Jahrestag der Schutzheiligen der Insel war der Grund der Papstvisite. Die Kubaner schwankten zwischen vorsichtiger Neugier und Begeisterung. Nur die Regimegegner Kubas, die auf ein Treffen mit Benedikt XVI. Gehofft hatten, wurden enttäuscht. Das Wort Menschenrechte kam dem Papst in Kuba nicht über die Lippen. Im dreiviertelstündigen Gespräch mit Präsident Raúl Castro gestern ging es hauptsächlich um kirchliche Freiheiten, wie die Einführung des Karfreitag als Feiertag. Kirchliche Feste waren lange undenkbar im tropischen Sozialismus Kubas. Religion wurde verdrängt nach der Revolution. Erst eine Verfassungsänderung und vor allem der erste Papstbesuch Johannes Paul II. Brachte deutlich mehr Freiheit. Danach konnte sich Kubas katholische Kirche immer mehr Gehör verschaffen und hofft jetzt auf noch mehr Bewegungsfreiheit. Als Johannes Paul hier war, hat sich konkret etwas verändert und es gab spürbare Verbesserungen fürs Volk. Ich kann nur hoffen, dass das Gespräch zwischen Papst Benedikt und der Regierung gestern ebenso gut für ein stabiles Verhältnis zwischen Kuba und dem Vatikan war. Die katholische Kirche und Kubas Sozialisten haben sich vorsichtig behandelt in den 3 Tagen Papstvisite. Offensichtlich war es auch ein Anliegen Benedikts XVI., gerade erst erreichtes, nicht durch zu viel Einmischung wieder kaputt zu machen. Aus Libyen erreichen uns wieder Nachrichten von heftigen Gefechten zwischen Stämmen. Noch einmal Marc Bartow. Regierungsangaben zufolge sind bis zu 70 Menschen bei Kämpfen in der libyschen Wüstenstadt Sebha getötet worden. Diese Bilder aus dem Internet sollen die Auseinandersetzungen zeigen, die seit Montag andauern. Der afrikanische Stamm der Tobu wirft der neuen Regierung vor, inzwischen auch schwere Waffen gegen sie einzusetzen. Die Kämpfe sind nach Meinung von Beobachtern ein Beleg für die angespannte Sicherheitslage und die Schwäche des libyschen Übergangsrates. Das Atomprogramm des Iran ist Thema bei einem Besuch des türkischen Ministerpräsidenten Erdogan heute und morgen in Teheran. Dabei wurde deutlich, dass die internationalen Atomgespräche mit dem Iran in rund 2 Wochen wieder aufgenommen werden sollen, nach einer mehr als einjährigen Pause. Beteiligt daran sind die USA, Russland, China, Frankreich, Großbritannien und Deutschland. Der Westen verdächtigt den Iran, heimlich an der Entwicklung von Atomwaffen zu arbeiten. Teheran bestreitet dies. Im Viertelfinale der Champions League hat Bayern München das Hinrundenspiel für sich entscheiden können. Mit 2:0 siegten die Bayern beim französischen Club Olympique Marseille. Franck Ribéry wird bei seiner Rückkehr nach Marseille ausgepfiffen. Sein Ex-Verein mit dem ersten Hallo-Wach-Moment. Neuer meistert den Kopfball mit gewohnter Brillanz. Danach passiert wenig in einer ersten Halbzeit, die von abtastendem Fußball geprägt ist. Bis zur 44. Minute, als die Bayern einmal schnell umschalten. Robben auf Gomez und Super Mario macht sein 11. Champions-League-Tor der Saison unter günstiger Mithilfe vom 3. Torhüter von Marseille, Andrade. In der 2. Halbzeit kann Gomez nachlegen, tut es nicht.
Aber Heynckes braucht sich keine Sorgen machen. Denn in der 69. Minute knackt ein feiner Doppelpass Robben Müller-Robben die Olympique-Abwehr. Die Bayern auf Champions League Viertelfinalniveau zu clever für den momentan 9. der französischen Liga. In der Schlussphase bekommt sogar noch Rekonvaleszent Bastian Schweinsteiger Spielpraxis bei den Bayern, die das Halbfinalticket so gut wie gebucht haben. Pippi Lotta Langstrumpf ist nicht nur das stärkste Mädchen der Welt, sie ist auch auf erstaunliche Weise naiv und selbstbewusst zugleich und sie erfüllt keine einzige Erwartung, die an kleine und wohl auch an große Mädchen gestellt werden. Genau das wollte die Schweizerin Elisabeth Charlotte Rist auch immer und nannte sich deshalb schon als Grafikstudentin Pippi Lotti. Heute ist sie eine berühmte Videokünstlerin, die zeigen will, dass die Welt mehr Farben zu bieten hat als das Juristenkugelschreiberblau, wie sie sagt. Und so ist bei der größten in Deutschland je gezeigten Werkschau Pippi Lotti Rists der sonst wohlerzogene Museumsbesucher auch gefordert, mal die Hosen runterzulassen, wie Jenny Rieger zeigt. Da hängen sie, die Unterhosen der Pippi Lotti Rist. Nicht ihre eigenen, nein, aber immerhin, sie sind gebraucht, getragen, gelebt. Eklig? Nein, Kunst. Wenn man nur die richtigen Worte findet über Unterhosen. Sie ist die Hülle vom kompliziertesten Teil unseres Körpers, der die größte Ambivalenz in sich trägt. Dort, wo wir das Licht der Welt erblickt haben, und dort, wo unser Abfall ausgeschieden wird und gleichzeitig unsere sexuelle Lust sich kumuliert. Die Welt in Großaufnahme, in ungewohnten Blickwinkeln, das ist die Spezialität der Pippi Lotti Rist. Eine junge Frau, eine große Blume und eine zerborstene Autoscheibe. Weich bricht hart, Natur zerstört Technik, die Frau als Kämpferin. Oder ist das schon zu viel der Interpretation? Ich denke, heutzutage sind die Charakterunterschiede zwischen den einzelnen Frauen, einzelnen Männern größer als Geschlechtsunterschiede. Das wollte, wenn ich noch mal präzisieren darf. Sie darf. Und macht doch das Geschlecht immer wieder zum zentralen Thema ihrer Arbeiten. Geschlecht in Großaufnahme, Geschlecht im Badeanzug, Geschlecht als Blickfang einer, ja was, einer feministischen Künstlerin? Ich würde mich nie auflehnen als Befreite gegen die Befreier. Aber wenn mich jemand Nettes fragt, dann sage ich, ich muss nicht Feministin sein. Wenn mich ein Arschloch fragt, dann sage ich sehr wohl, ich bin Feministin. Augapfelmassage heißt die Ausstellung und wer da massiert, ist meist die Künstlerin selbst. Mal winzig klein, versteckt in einer Muschel, mal riesengroß im Supermarkt. Pippi Lotti Rist ist allgegenwärtig und doch immer nur Mittel zur eigenen Kunst. Ich denke, alle Filme und Musik und all das ist eigentlich ein Wunsch, die Innenwelten darzustellen. Und wenn der Besucher selber in die eigene Innenwelt flutscht, dann wäre das optimal. Flutschen. Was für ein schöner Auftrag. Na, dann flutschen wir mal zum Wetter, auch wenn das gar nicht schön wird. Claudia Kleinert verrät gleich die unangenehmen Details. Das Nachtmagazin mit Ingo Zamperoni ist heute um 0 Uhr dran und wir verabschieden uns bis morgen.